Willkommen zurück zu Baldur's Gate. Weiter geht's hier. Wir sind in Turlocks Turm, zumindest unmittelbar bevor. Haben zuvor noch ein bisschen mit diesem netten Herrn hier, mit Erdane, gehandelt. Besser gesagt, wir sind unser ganzer Schmuck losgeworden. Hat sich natürlich wieder positiv auf unser Kontostand ausgewirkt. Leider hat er selbst nichts Interessantes, was ich jetzt kaufen wollen würde, wie immer. Was soll's? Ein bisschen das Inventar entschlackt. Jetzt kann's weitergehen. Und ich bin gespannt, was uns erwartet. Ein Turm, ein Magierturm. Kann eigentlich nur interessant werden. Soll aber angeblich schwer sein. Na, mal schauen. Wie weit wir hier eine Chance haben. So, da oben kann ich nicht hin. Ich sehe gerade, dass Nira verlangsamt ist. Ich muss mal kurz gucken, was ich ihr... Ja, das ganze unidentifizierte Zeugs. Weil wir immer noch nicht geschlafen haben. Ich werde sie mal ein bisschen... So, schon besser. Bin euch weit voraus, Chef. Na, mal los. Mal gucken, wann der Turm kommt. Da scheint sich schon mal was zu ergeben. Eine ganz enge Brücke. Und unser erster Gegner in diesem Gebiet ist ein Schlachtenschreck. Noch nie gehört, noch nie gesehen. Na, mal schauen, was er kann. Sieht ja aus wie ein Mensch fast. Oh Gott, das ist so ein Untoter. Der rockt ganz schön bis rein. Warum kämpfe ich? Hatte ich schon umgestellt gehabt. Na egal, mal gucken, ob wir eine Chance haben. Oh. Ja, das glaube ich allerdings auch. Das Problem ist, dass ich hier echt blöd... Boah. Na komm, wie viel hat er noch? Unverletzt? Moment. Schlachtenschreck ist immun gegen diese Art von Schaden. Okay. Kritischer Treffer durch Helm abgewehrt. Verursacht 6 Schaden. Attackiert Schlachtenschreck. Nur bei Kivan. Ja, bei Kivan verwundert mich das nicht. Das sind ja Pfeile. Aber was ist mit dem Rest? Hat der Rest bis jetzt einfach noch nicht getroffen? Kann das sein? Ist ja furchtbar. Oh mein Gott. Treff doch mal das Vieh. Ich glaube, das können wir vergessen. Wir versuchen mal einen taktischen Rückzug. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, lauf mir nach. Ist einfach zu eng. Wie kann man, da kann man doch nicht kämpfen, ganz ehrlich. So, dreht euch schon mal so um. Und dann werden wir auch ein bisschen noch Magie versuchen. Ich hoffe, dafür ist es noch nicht zu spät. Denn gegen Magie kriegt er bestimmt Schaden. Okay. Dann lass mal von mir ab, bitte. Such dir einen anderen Trottel, am besten den Zwerg. Er lässt nicht von sich lockt doch jetzt. Stopp, so. Habe ich dir mittlerweile Schaden zugefügt? Leicht verletzt. Ja, Nera hat Schaden verursacht. Was ist es diesmal? Okay. Dann mach noch ein bisschen mehr davon. Wir könnten noch mal gucken, ob du was hast. Ach, ich habe da nichts Brauchbares bei Jahera, leider. Bitte mal mit der Keule, wenn wir eine Chance haben wollen. Und du mit dem Schwert. Dem Kurzschwert. So. Habe ich dich aus Versehen wieder abgebrochen? Ah ne, du hast schon gezaubert, okay. Na dann los. Nera versucht... Och, schön. Nera macht immer schön Schaden. Jetzt schlägt er auf Kivan ein, aber der hält noch ein bisschen aus. Komm, nochmal. Okay, jetzt wird's langsam eng. Jetzt wird's langsam eng. Du machst nochmal was. Lebensabzug. Und du rennst um dein Leben. Oh Gott, wie viel hat er denn noch? Dem Tode nahe, kommt schon, aber auf wen schlägt er denn jetzt schon wieder ein? Jahera, nicht gut. Der muss jetzt in Bewegung bleiben, der Kerl, sonst... Schau, komm schon! Oh, 4 weitere Schadenspunkte, aber das Vieh lebt noch, unfassbar. Na komm, dann noch der letzte Zauber, der mir hier noch bleibt. Machen fertig! Macht ihn fertig! Was wollt ihr?
bevor er uns fertig macht. Händler, helf mir, renn ich weg. Wow, Imon. Ja, okay, okay. Einmal geht das. Der kann doch nicht mehr haben. Ja! 4000 Erfahrungspunkte! Woo! Wow. Wow, 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 wow. Das war unser schwerster Kampf. Also 4000 Erfahrungspunkte. Das lässt ja. Das war der erste Gegner, Leute. Hölle. Was für ein Höllenkampf. Ah, nur eine Kette. Wie langweilig. Nur eine. Obwohl, eine Regenbogen-Obsidian-Halskette. Klingt ja fast schon wieder interessant. Aber na gut. Ja. Effizient, würde ich sagen. Wir dürfen jetzt definitiv schlafen. Ach, schön. Echt schön, dass wir den geschafft haben. Anscheinend nur mit Magie zu besiegen, oder? Hat jemand auch mal normalen Schaden gemacht? Das ist ja böse, ey. Die Zauberstufe wurde um 1 gesenkt. Was? Sprich den Zauber magisches Geschoss. Achso, ja. Lass die erstmal wieder sich beruhigen, genau. Es kann echt sein, dass nur Nera Schaden gemacht hat. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Trotz unserer Pluswaffen. Krass. Gut, apropos Nera, du hast dir die Stufe sowas von verdient in diesem Kampf. Wir könnten... Das Einzige, was wir hier leveln können, sind Dolche. Ah ne, hier gibt es noch ein bisschen mehr. Kampfstab. Schade, geht natürlich wieder nicht, wie immer. Schleuder. Ja, es stimmt, sie macht doch mit der Schleuder viel rum. Komm. Dann kriegst du das mal. Das ist mal lukrativ auf jeden Fall. So, jetzt habe ich es hier zwar nicht mehr auf den Blick, aber das macht nichts. Ist natürlich damit einverstanden, was sonst. So, jetzt bevor wir schlafen, ein Blick ins Zauberbuch. Da haben wir hoffentlich neue Slots bekommen. Hier zwar nicht. Hier, bei Stufe 3. Was nehmen wir denn da Feines? Wir könnten mal den Blitzstrahl ausprobieren, den wir neu gelernt haben im letzten Part. Eine mächtige elektrische Entladung in Form eines Blitzstrahls schießt hervor und verursacht bei jedem Wesen, das davon getroffen wird, 1W6 Schadenspunkte, je Stufe des Angriffs bis zu einem Maximum von 10W6 Schadenspunkte. Beim erfolgreichen Rettungswurf gegen Zauber und der Schaden wird der Schaden halbiert. Der Blitzstrahl beginnt beim Anwender und schlägt von dort in gerader Linie weg. Ah ja, also nicht so ein Zickzack, sondern einfach so wirklich einen Strich. Könnte man natürlich auch taktisch ausnutzen. Wenn der Blitzstrahl unterwegs auf den Hindernis trifft, oh ne, prallt er ab. Und setzt seinen Weg fort. Also doch, der Zickzack. Aber egal, egal. Wenn wir das richtig nutzen, dann kann er gut sein. Wodurch er manchmal den gleichen Feind mehrmals trifft. Oder sogar Gruppenmitglieder verletzt werden kann. Ist halt so eine Sache. Ist ein bisschen gefährlich. Aber ein zweiter Feuerball würde ich jetzt nicht wollen. So ein Pfeil auch nicht. Zauberstoß. Der Zauberstoß band alle Schutzzauber. Nee, das will ich nicht. Brauchen wir einfach zu selten. Verlangsamen brauchen wir auch nicht. Person festhalten klappt bei den großen Viechern eh nicht. Magie bannen könnte gut sein, aber wann nutze ich das schon mal? Nee, ich hole mir den Blitzstrahl. Und schade, immer noch keinen vierten... Das gibt's doch nicht, ey. Wie lange dauert denn das, bis man hier mal das richtig geile Zeug bekommt? Hier, die Todeswolke zum Beispiel. Dort will ich mal haben. Menno. Die gönnen einem echt nichts. So, noch bei dir kurz gucken. Haben wir da mal was verpasst oder so? Nee, Stufe 3. Gut, und bei dir auch nichts, ne? Stufe 3. Und sonst nichts, alles klar. Na gut, dann können wir jetzt schlafen. Ich hoffe, wir werden hier nicht gestört. Fein, okay, das sind nur Knolle, ja, zum Glück. Was wollt ihr? Die kriegen wir hin, oder? So ein bisschen viel, aber... Knolle, ich meine... Kommt schon, ihr müsst euch beeilen. Wenn die nämlich treffen, dann... wird es vielleicht doch nochmal hässlich. Das ist halt immer die Gefahr, ne? Wenn man so sehr am Limit kämpft. Erst im letzten Moment... schlafen will, dann muss man jetzt eben mit der Gefahr leben. Wo ist Nera? Ist ja schön, dass er auf die einschlägt, die, ups. Ach komm, egal. Ah, da ist Nera.
Gut. Komm schon. Oh, war das knapp, Leute. War das wieder mal ein knappes Ding. Ach, hey. So. Schnappen wir uns das bisschen Gold. Und knuddeln jetzt mit den Knollleichen und schlafen weiter. So. Ja, hat sogar funktioniert. 8 Stunden geruht. Und somit haben wir wieder Zauber zur Verfügung. Die werden wir wahrscheinlich jetzt gleich alle brauchen. Zunächst aber will ich wissen, was das hier für eine Rüstung ist. Wenn sie denn beim richtigen Charakter wäre. Bitteschön. So, die reizt mich nämlich am meisten. Es ist eine Lederrüstung plus 2, Beschützer der Zweiten. Der Schattennebel war eine Elite-Truppe elfischer Waldläufer, die den Waldkommandor oder so ähnlich durchstreiften und allen Räubern und Monstern das Verderben brachten. Diese Rüstung wurde von Indira Lakan getragen, der stellvertretenden Anführerin und einer der mit den höchsten Würden und Auszeichnungen versehenen Offizierin der Truppe. Die Rüstung ist nach ihr benannt. Es ist jedoch nicht bekannt, wie es dazu kam, dass die Rüstung von ihrer Trägerin getrennt wurde. Rüstungsklasse 6. Ich habe nur einen lächerlichen beschlagenen Lederwams mit Rüstungsklasse 7. Gut, ja, dann ist es ja wohl klar, dass ich das haben will. Hier. Das ist doch genau mein Ding. Ja. Yeah. Was? Der Charakter kann aufgrund der magischen Gegenstände, die er momentan trägt, nicht mit diesem Gegenstand ausgerüstet werden. Shit. Anscheinend habe ich nur eine begrenzte Anzahl an magische Gegenstände, mit denen ich rumrennen darf. Der K-Bonus minus 1 wäre zum Beispiel einer dieser magischen Gegenstände, genauso wie der Zerstörer der Stumpfheit. 4 gegen Wuchtwaffen, aber das ist schon wichtig. Wenn ich die Meilenstiefel ausziehen würde, darf ich den dann tragen? Nein. Super. Also bringt das gar nichts, sowas dergleichen auszuziehen. Ach, schade. Inflation reicht eh noch weg. Und das? Deal or no deal? Ach, leck mich. Okay, dann darf ich halt nicht. Hab's kapiert. Dann rüst wieder den anderen Kram aus. Dann freut sich vielleicht Imoen drüber. Aber die hat auch schon was Besseres, ne? Beschlagener Lederwams plus 1. Na toll. Die kann das anziehen. Ich krieg nicht mal den plus 1er an, ne? Och Mann, ne? Warum nicht? Hm. Naja. Die hat ihren Dingens an. Der hat seine Rüssi an. Okay. Gut, das wird wohl auch so einer sein. Dann haben wir hier ein Kettenhemd. Das Kettenhemd wäre jetzt am interessantesten, denke ich mal. Schauen wir uns das noch an. Schade, ist nur eins mit plus 1. Er hat hier, ja, der Plattenpanzer ist natürlich besser wegen Kettenhemd. Und an ihr Ding da, an diesen Angek. Ah, übrigens, ne, Angek, Chitinpanzer etc. Von den Viechern, die wir das letzte Mal besiegt haben. Kann man sowas herstellen mit Rüstungsklasse 1. Theoretisch. Cool. Du hast... Oh, warte mal, hast du vielleicht Interesse? Du hast nur einen Schienenpanzer an, der Rüstungsklasse 4. Und gut, das nimmt sich nicht viel, aber es wäre plus 1. Und das ist ja normalerweise besser. Gucken. Ja, das geht. Das ist doch schön. Okay. Ja, wenn ich schon sehe, kann man dich hier auch mal wieder ein bisschen aufpäppeln. So. Ja, das war es jetzt leider schon wieder mit Zauber. Dann kommt jetzt die große Heilung dran. Lasst mich in Ruhe. Ja, was wollt ihr? Diesmal könnten wir uns echt überlegen, gleich nochmal zu pennen. Und wenn so nochmal kommt, solche Gegner. Sollten wir uns gut überlegen. Noch eine kleine. Ja, du allgegenwärtige Autorität. Große. So, jetzt du nochmal. Du nochmal. Es hätte auch den Vorteil, dass wir dann
das identifizierte Zeug, das wir nicht brauchen, auch gleich noch verkaufen könnten, da oben, bevor wir weiterziehen. So. Du noch eins. Der hat schon nichts mehr. Ich wäre ein guter Platz für einen Steinkreis. Ja, ja, ein Steinkreis. Okay. Ja, komm, dann gönnen wir es uns einfach mal und schlafen noch mal eine Runde, oder? Damit, ja, das können wir ja gleich wieder. Also los. Ausnahmsweise, dafür ist auch Tag. Jetzt können wir noch zwei Sachen identifizieren. Dieses Langschwert zum Beispiel. War klar, dass es nur ein +1er ist. Dieser Stab. Der Stab der Monsterherbeirufung. Dieser Stab beschwört eine Gruppe Monster, die im Wirkungsbereich auftauchen und Feinde des Anwenders angreifen. Die Monster bleiben so lange im Band des Zaubers, bis sie unwirksam wird oder sie getötet werden. Die Wesen haben keine Moral und verschwinden einfach, wenn sie getötet werden. Ist kein kampfbereiter Gegner vorhanden und kann der Anwender mit den Monstern kommunizieren, so können die beschworenen Monster dem Anwender auch andere Dienste erweisen. Okay. Reichweite Mittel, 12 Trefferwürfel beschwören. Was auch immer da dann rauskommt. Könnte aber wirklich von Vorteil sein, weil wenn man mal so, ne, so einen Buff braucht. Beziehungsweise, nein, kein Buff, sondern eher ein Tank. Was habt ihr dieses Mal für mich? Das ist gut. Okay, gut, dann gehen wir mal ganz schnell das überdrüssige Zeug verkaufen. Zum Beispiel Langschwert haben wir jetzt auch schon wieder doppelt. Das sind so Sachen, die werde ich doch gerne los. Habt ihr etwas gesagt? So. Also das hebe ich auf, das hebe ich auf, das hebe ich auf. Beschlagene Lederwams folglicherweise kann weg. Kann ich ja eh nicht anziehen. So. Übrigens, er hat nichts. Also, habe ich das schon erwähnt, dass er nichts hat? Er hat jedenfalls nichts. So, dann kann auch gleich nochmal der Schmuck weg. Verletzungspark bleibt. Die Schriftrollen habe ich jetzt noch nicht gecheckt. Die werde ich jetzt nicht verkaufen. Muss ich erst wieder die durchgehen. Genau, hier ist das Langschwert +2. Deswegen kann das 1er weg. Der Schienenpanzer kann weg. Das ist dein Bogen, den behältst du. Und hier jetzt noch die Stäbe lassen wir drin. Wo ist denn das Langschwert jetzt? Hier. Okay, weg damit. Wo ist es? Moment, ich gucke nochmal rein, ob es auch wirklich... Ja, es ist wirklich Acke. Okay. Aber, ne, Ecke heißt es. Aber wir sollten zumindest die Geschichte von Ecke noch lesen, auch wenn es nur ein Langschwert +1 ist. Dieses zweischneidige Langschwert leuchtete selbst im rötlichsten Fackelschein weiß. Die zwergische Detek-Runen auf seiner Klinge taufen es auf den Namen Ecke. Einst wurde diese Waffe von Ariabel geführt, einer aus Tiefwasser stammenden Paladinen im Dienste Latandas. Sie nutzt diese Waffe, um den Vampir Zerafax und seine unheilige Brut zu bekämpfen. Ariabel hat diese Auseinandersetzung zwar nicht überlebt, doch Jahrzehnte später barg eine Bande tetrianischer Grabräuder ihr Schwert aus dem Grabmal, in dem sie gefallen war. So, stopp. Das ist nämlich dann... Oh, ich sollte mehr darauf achten, was ich verkaufe. Auch wenn da nur Langschwert +1 steht, da könnte trotzdem noch so Zeug drin sein. 3 gegen Untote, 3 gegen Untote. Das ist schon ziemlich cool. Weil Untote kämpfen wir ja doch schon des Öfteren. Okay, wir werden es nicht verkaufen. Des Weiteren möchte ich doch mal kurz hier in die Leder... Das andere Zeug, das ich schon verkauft habe, gucken. Nee, das ist ein ganz normaler. Da war nichts Besonderes drin. Also, sobald die Dinger einen Namen haben, sollte man da wirklich ein bisschen aufpassen. Langschwert +1, der hat keinen Namen gehabt, gut. Der auch nicht. Gut, dann habe ich mir wenigstens nichts zu Schulden kommen lassen. Lederharnisch hat keinen Namen. Dann ist das ja schon ein bisschen beruhigender. Weiter unten, Schienenpanzer, nö, das war das. Okay, gut, dann habe ich ja nichts falsch gemacht. Alles gut, alles gut. Wir werden dieses Langschwert aufheben, auch wenn ich momentan niemand habe, der mit dem Langschwert rumrennt. Aber egal, kann sich ja alles nochmal ändern. Gut, dann endlich jetzt mal weiter hier. Ah, bin gespannt, was da jetzt sonst noch so für Viecher kommen. Dieser eine da, 4000 Erfahrungspunkte, ganz ehrlich, hätte nochmal Bock gegen den zu spielen. Das war einfach so lohnenswert.
Die Frage, ob wir jetzt weiter da runter gehen oder erstmal da oben gucken. Ich würde sagen, erstmal da oben. Das sieht nämlich sowieso nach Sackgasse aus. Ja. Sieht gar nicht nach einem Turm aus. Das ist eher eine ganze Burg mit Turm, oder? Wirkt fast so. Na, mal sehen. Okay. Oh, da kommt schon der nächste. Oh nein, es ist wieder so einer, Leute. Also ich sollte mich ja eigentlich drüber freuen. 4000 Erfahrungspunkte, da freut man sich doch eigentlich richtig. Okay, wir werden ihn wieder nach oben locken, hoffe ich. Wenn er es überhaupt mitbekommen hat. Wenn nicht, dann werde ich jetzt das natürlich sowas von ausnutzen. So, wartet mal. Dreht euch bitte um. So. Was ist es diesmal? Erstmal hier ein bisschen Single-Action. Jetzt rette ich die Lage. Du rettest die Lage, ja. Mal gucken, ob ich das richtig mache. Nicht zu weit nach vorne, sonst... ungefähr hier, ne? Oder noch ein bisschen. Ich weiß nicht, was wir uns noch zutrauen können. Ja, also hier kann ich jetzt... Was ist denn das da? Ach, was auch immer. Erstmal ein Feuerball. Damit er schon mal von Grund auf weiß, wie es hier abgeht. Rettungswurf gegen Zauber, du Arsch. Okay, ich habe da noch was für dich. Aber dafür muss ich dich sehen. Und ich weiß nicht, ob das von der Zeit hinhaut. Komm schon. Ist er. So, jetzt habe ich ihn. Ich probiere es einfach mal mit dem Blitzstrahl. Ich hoffe, das klappt, bevor er bei mir ist. Schnell, schnell, schnell. Yes! Oh, schon wieder ein Rettungswurf, du Arsch. Aber macht ja trotzdem Schaden. Und er ist schon verletzt. Wie geil ist das denn? Single-Action hier. Nira. Das gleiche nochmal. Ein kleiner Pfeil ging doch schnell, oder? Hopp. Oh Gott, schnell weg. Wenn der einmal trifft, ist Nira tot. So viel ist sicher. Okay, du gehst dahin. Der Rest versucht, ja, ihn aufzuhalten. Und ruf. Ihr habt geläutet. Jetzt rette ich die Lage. Okay, wenn er jetzt erstmal von mir abgelassen hat, wird wieder gezaubert. Feuerpfeil, der hat schön reingehauen. Gut, wie viel hat er noch? Schwer verletzt, yay. Gleich das nächste. Oh, komm schon. Und das war's schon wieder. Wieder einmal 4000 Erfahrungspunkte. Es ist so hammergeil, oder? Was ist das denn jetzt? Was ist das? Hat irgendwie noch ein bisschen nachgebrannt. Ach, ich habe anscheinend Yahera noch ein bisschen getroffen oder so. Ich weiß nicht genau. Was habt ihr diesmal hat er was anderes hinterlegt. Es ist nur ein Ring. Ach, wie langweilig im Grunde. Dass der in ihren Trop so langweilig ist, ärgert ein bisschen. Aber ja, macht es. Die Erfahrungspunkte machen alles wieder gut. Ich kann hier so schön leveln. Bin euch weit voraus, Chef. Also gleich weiter. Wenn jetzt noch einer kommt, haben wir es natürlich schwer. Weil die großen Zauber weg sind. Aber vielleicht kommt hier jetzt erstmal keiner mehr. Ach, ist halt auch so eng hier, ne? Zum Kämpfen ziemlich blöd. Ganz schöner Umweg bis zum Turm. Die Viecher da draußen schon so stark sind. Was geht da drinnen erst ab? Aber vielleicht ist der Zauberer, der da wohnt, ja auch nett. Vielleicht ist er voll gastfreundlich und so. Gibt mal einen kleinen Tee. Ein paar nette Zaubersprüche zum Kaufen. Ja, ich weiß. Wunschdenken. Ach, ich dachte schon, es geht nicht weiter runter. Das wäre ja merkwürdig gewesen, ne? So, dann erstmal da lang. Ah ja, da geht's nach Süden. Hm, kurz mal schauen. Ja, die Enklave wäre dann unser nächstes Ziel. Wer weiß, was uns da so erwartet. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Aber nein, wir bleiben jetzt erstmal hier. Aha, da scheint der Eingang zu sein, das Bugtor. Jo. Ziemlich offensichtlich. Gab es jetzt noch einen anderen Weg hier oben oder so?
weil... Nee, ne? Scheinbar nicht. Okay. Ja. Schauen wir mal. Gastfreundschaft? Ja oder nein? Werden wir herzlich empfangen? Oder werden wir gleich geröstet? Hier könnten natürlich auch Fallen sein. Mich kümmert's nicht. Denn ich verschwinde jetzt. So, schauen wir lieber mal, inwiefern sich der Zauberer hier vielleicht abgesichert hat, wenn er schon keine Wachen aufstellt. Wozu Wachen, wenn man zaubern kann, nicht wahr? Das hier sieht seltsam aus. Oder ist das nur ein weiteres Bugtor? Ich glaube, das ist ein weiteres Bugtor, okay. Hä? Dann kommt man ja, mit. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Was habt ihr dieses? Steht ganz oben auf meiner Liste. So. Sehr gut. Auch da sind die Gitter offen. Aber bevor wir in die Burg reingehen, gucke ich erst wieder außen rum. Wie immer. Scheint aber nicht zu gehen. Hier. Kann ich nicht rumlaufen. Da wahrscheinlich auch nicht. Nee. Ich muss da rein. Irgendjemand zu Hause. Aha, das muss der Turm sein. Okay. Ein gut gesicherter Turm mit den ganzen Mauern. Schick, schick. Mal schauen, ob hier im Inneren... Hofes Innere noch etwas ist für uns. Hier könnte man rumlaufen, da könnte man reingehen. Aha. Also so ein bisschen Wachtürme anschauen. Scheint ja eh niemand zu sein. Oh! Oh, oh, oh! Oh Gott! Oh Gott! Und so einer! Okay, das ist schlecht. Interessant, dass die uns noch nicht angegriffen haben von da oben. Dass wir die erst jetzt sehen. Ja, kommt das, da kommt das Langschwert jetzt zugute, ne? Ne, wisst ihr was? Dann gehen wir erst nochmal zurück. Ich tu's. Nein, nicht nur du, alle. Bin euch weit voraus, Chef. Und, das ist jetzt irgendwie seltsam, dass die uns hier nicht angreifen und auch nicht nachkommen. Ich beschwere mich natürlich nicht. Jetzt wäre natürlich nochmal ein Feuerball da oben richtig geil, wenn die eh nichts tun. Ich schaue mich mal weiter um. Ist ein bisschen seltsam jetzt, oder? Die könnten uns sowas von... Ja, wie man es halt macht, ne? Da oben, die Bogenschützen und ruft mit uns. Hm. Tun sie aber nicht. Eine Todeswolke wäre jetzt auch so geil. Einfach da und eine Todeswolke hin. Die würden so erbärmlich sterben, obwohl ich weiß nicht, Todeswolke bei Untoten. Hm. Ja, gut, da muss ich mir noch was überlegen. Ich glaube, das machen wir heute nicht mehr. Weil anscheinend rauslocken kann ich die auch nicht. Da müsste ich echt nochmal nächtigen und dann Zauber drauf klatschen. Oder irgendwie so ähnlich. Nee, gucken wir uns erst noch die andere Seite an. Aber ich glaube, da geht nicht viel. Doch. Okay. Da ist auch jemand. Wo denn? Was denn? Aha, hier funktioniert's. Aber diesmal sehe ich keinen Anführer. Also nicht einer von diesen Bösartigen. Ja, um eine Chance zu haben. Nee, komm, wir gehen hoch. Wir gehen zu ihm, falls es geht. Boah, machen die einen Schaden, wenn ich es richtig sehe. Shit. Und nochmal so eine bestialische Gruppe. Oh mein Gott, Leute, ob wir da eine Chance haben. Also Skelette ist gut, aber ihr wisst, wie die drauf sind allein. Schicksalswache. Oh Gott. Nee, das können wir jetzt natürlich verhacken, aber die scheinen einem ja nachzulaufen, oder? Wenn wir den jetzt pullen könnten. Meinetwegen auch die Skelette. Ja. Okay, wir probieren's, aber haben ein ungutes Gefühl, hätte ich gesagt, weil wir haben kaum noch Zauber. Aha. Gut, wir könnten unsere Stäbe noch benutzen. Was haben wir hier? Stab der Furcht ist jetzt nicht so das Wahre. Wir könnten mal diesen Stab der Beschwörung ausprobieren. Wo ist denn der gerade? Wahrscheinlich bei Nira, ne? Den könnten wir mal ausprobieren. Furcht bei Untoten wird nichts bringen. Ah, du kannst ihn gar nicht benutzen. Warum nicht? Kannst du einen Waldläufer benutzen? Wer kann das überhaupt benutzen? Kleriger, Kämpfer, Druide, wie müsste eigentlich gehen? Seltsam. Dann wohl doch nur die Magierin.
Ach, kann nicht benutzt werden, stand da ja. Der toll, die zaubert gerade. Warte mal. Was ist mit ihr? Nee, kann er auch nicht. Mist! Oh, Mist. Was habt ihr dieses Mal? Okay. Wir können es ja mal probieren. Du was hast da. Nee, warte mal. Du benutzt jetzt lieber einen Stab. Raus da. Jetzt rette ich die Lage. Du machst gar nichts. Du benutzt jetzt mal einen Stab. Stab des Frostes. Benutze bitte deinen Froststab. Dankeschön. Ja, was wollt ihr? Dann hau noch auf den ein. Ihr habt geläutet. Oh, du benutzt nochmal den Froststab, bitte. Hat ihm das überhaupt wehgetan? Ich denke doch. Hä? Ja, ich kümmere mich gleich. Ist der böse. Die Skelette sind natürlich überhaupt kein Problem, wie man sieht. Die sind mal so gar nicht das Problem. Sehr schön. Schöne Schadenspunkte. Vielleicht haben wir mit unseren Stäben ja doch noch eine Chance hier, den Kampf umzuswitchen. So. Auf wen schlägt er? Ich hoffe auf den Zwerg. Ah, da kommt noch einer. Gut, den ignorieren wir erstmal. Mach deinen Zauber. Ach, habe ich mich wieder selbst getroffen zum Teil? Egal. Kriegen wir schon noch hin. Ja, genau, auf den Zwerg. Was machst du denn eigentlich? Achso, du kannst eh nichts machen, ne? Alle schön mit den Waffen drauf? Ja. Gut, soweit so gut. Ihr habt geläutet. Wie viel hat er noch? Vielleicht haben wir noch schwer verletzt, okay. Das ist gut. Letzter Zauber. Wir haben. Oh, wow, wow, er steht immer noch. Aber er ist dem Tode nah. So, gehe ich hinter ihn und gebe ihm den Rest. Oh, nicht mehr nötig. Der gab nur noch 2000. Die sind gar nicht so stark wie die anderen anscheinend. Ja, was wollt ihr? Schade. So, ich will jetzt nicht da hoch. Wer weiß, was da noch alles kommt. Deswegen, Fernkampf. Erlegt das Mistvieh. Ich denke, das kriegen hier unsere Mädels alleine hin, oder? Kriegen sie bestimmt hin. So. Da drauf. Und du kriegst auch wieder den Bogen. Huch, habe ich. Okay. Und ruf. Na kommt. Hält doch einiges aus. Jetzt aber nicht mehr. So. Huh, Leute. Wir haben es nochmal geschafft. Ja, der hat gar nichts für uns. Aber gut, 2000 Erfahrungspunkte sind immer auch noch eine Menge. Ja, wir werden das nächste Mal dann hier hochstiefeln. Werden alles, das ganze Burggeländer hier aufräumen, vielleicht auch zwischendurch nochmal schlafen. Wird wohl notwendig sein. Und dann freuen wir uns doch schon alle hier auf den Turm, oder? Gut, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, bis es wieder heißt, Let's Play Baldur's Gate.